Hört ihr das auch? Das hört sich an wie Poppy. Poppy? Na? Ha! Ich hab dich gefunden! Irene, da drüben ist ein Monster! Komm schon, es gibt doch keine Monster. Komm, wir schauen nach. Da drüben meinst du? Oh, Branch, was machst du denn hier? Ja, ich hab ne Wand gebaut. Jetzt kommt das Monster sicher nicht raus. Von welchem Monster sprecht ihr denn die ganze Zeit? Aha! Schaut mal, das ist doch gar kein Monster. Das ist Shrek. Und der scheint Zahnschmerzen zu haben. Wir müssen ihm wohl die Zähne heilen. So. Da wären wir in unserer Arztpraxis. Na dann mach mal den Mund auf. Oh, das sieht ja ganz schön mies aus. Hier sehe ich ein bisschen Karies. Hier auch. Oh je. Also diese zwei Zähne müssen wir dir leider rausreißen. Okay, wenn es sein muss. Pass mal auf. Na los. Das haben wir geschafft. So. Und den Rest müssen wir leider bohren. Im Bohren sind wir fast fertig. So, weg mit den schlechten Zähnen. So, weg mit der Bohrmaschine. Und jetzt machen wir ein paar neue Zähne. Und so. Und eins und zwei. Jetzt sind alle deine Zähne wieder gesund. Oh, danke schön. Nicht so schnell, du brauchst noch eine Zahnspange. Ja, wir machen dir noch schnell eine Zahnspange. Und hier kommt die Spange an sich. Dankeschön, Rede. Gern geschehen, Shrek. Hey, Branch, soll ich dir auch eine Zahnspange machen? Muss das sein? Und du, hast du schon mal Zahnarzt gespielt? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Hey, ihr Autos, was weint ihr denn? Hallo Irene, unsere Garagen wurden besetzt. Oh, wie denn das? Lass mal herausfinden, wer da drin ist. Hallo? Geh weg, das ist unsere Garage. Macht euch keine Sorgen, wir finden gleich heraus, wer diese Bösewichte sind. Das ist ja ein Polizeiauto. Und wer ist hier drin? Und das ist ein Krankenwagen.
Und wer ist dann in der roten Garage? Das ist ein Feuerwehrauto. Hey, ihr großen Autos, wieso seid ihr gemein zu den kleinen Autos? Na, weil ich ein Polizeiauto bin und das ist eine Garage für Polizeiautos. Und ich bin ein Krankenwagen, ich brauche eine Garage für Krankenwagen. Genauso wie ich. Ich bin ein Feuerwehrauto. Ich brauche eine Garage für Feuerwehrautos. Aber hört mal, ihr seid große, erwachsene Autos. Und ihr seid so gemein gegenüber diesen kleinen Autos hier. Das geht so nicht. Ja, aber wir haben sonst keine Garage. Ja, und die Garagen sind so hübsch. Deshalb haben wir entschieden, dass wir hier wohnen werden. Aber das ist doch unser Zuhause. Kusch, kusch. Dass du wegkommst, du Kleiner. Okay, ihr Kleinen. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, wie ich euch helfen kann. Ich baue für die großen Autos eine große Garage. Blau. Grün. Lila. Rot. Gelb. Und weiß. Schaut, das Fundament hier ist gelb. Also brauche ich gelbe Kugelknete. Ah, da ist sie. Das müssen wir jetzt gut durchkneten. Fertig ist unser Fundament. Jetzt müssen wir die Wände machen. Die Wände sind grün. Also brauche ich jetzt grüne Knete. Hoppla! So, daraus mache ich jetzt eine Kugel. Und so. Jetzt reißen wir uns noch ein Stück ab. Und noch ein Stück. Wir formen zwei Kugeln gleichzeitig. Hier kommt die zweite Garage. Und die dritte Garage. Na, gefallen die euch? Oh ja, die sehen toll aus. Aber wie sollen wir die voneinander unterscheiden? Ich mache euch Tore in verschiedenen Farben. Hoppla. So, was glaubt ihr, wessen Garage das sein wird? Ah, rot, das ist meine Garage. Ganz genau. Und du als Feuerwehrauto kriegst noch so ein rotes Signallicht. Als nächstes nehme ich mir blaue Knete. Ratet mal, für wessen Garage? Oh toll, das wird meine Garage sein. Ganz genau. Und du kriegst auch noch ein Polizeisignallicht. Hopp. Wow. Oh, wie toll, das ist meine Garage. Ganz genau, Krankenwagen. Und das hier ist dein Signallicht. Eure Garagen sind fertig. Wow! Oh, ich will die Garage gleich ausprobieren. Oh, 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 oh. Ich will auch schnell parken. Cool. Hey, wartet auf mich. Hier. Jetzt haben die großen Autos ihre eigenen Garagen. Hey, ihr Kleinen, ihr könnt wieder zurück nach Hause. So, jetzt sind alle wieder zu Hause. Vielen Dank.
es so schön, wieder in der eigenen Garage zu sein. Und ihr, habt ihr es auch bequem da drin? Ja, das sind die schönsten Garagen überhaupt. Vielen Dank, Irene. Das ist so schön hier. Gern geschehen. Und deine Autos, wohnen die auch in Garagen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Like und schau dir das nächste Video auf dem Kanal an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wer weint denn hier? Hm? Bitte hör auf zu weinen! Na, Peppa, wir müssen uns was überlegen. Okay. Ich habe eine Idee. Schau, die hier hat einen Schnuller. Alles klar, wir brauchen für die anderen auch noch Schnuller. Oh nein. Die zwei haben keine Schnuller. Aha. Wir können aber welche machen. Jetzt passt mal auf, Kiddies. Ich nehme hier ein bisschen Knete. So. Jetzt ein Nudelholz. Der Teil ist fertig. Oh, das sieht aus wie ein Herzchen. Ja, Peppa, das stimmt. Jetzt brauchen wir noch einen Ring. So, und daraus machen wir jetzt einen Ring. Sieht gut aus. Und den Schnuller selbst? Oh, ups, da hast du recht. Machen wir gleich. Na also, das sieht doch um einiges besser aus. So ist gut. Und jetzt kommst du mal her. Deinen Schnuller machen wir blau und dieses rosa. Hier, bloß nicht weinen. Lass uns gleich anfangen. Na, er sieht ja schon gut aus. Hier hast du deinen Schnuller. Und? Irene, lass uns noch ein Fläschchen machen. Super Idee, wir machen eine Flasche Milch. Das dritte Baby füttern. Nicht weinen. Hier. Oh, wir machen jedem noch so ein kleines Schaukelpferd. Ein Pferdchen. Und das ist für dich. Und für dich. Oh, das ist ja super. Niemand weint mehr. Ach,
meine Ohren freuen sich auch darüber. Und du, was knetest du gerne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!